Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Servervorstellung hier auf dem Kanal mit mir dann sofort. Und ja Leute, heute spielen wir auf dem Klangenamt.net Server ein neuer Minigame-Server. Ja, der ja damals mal online war und jetzt wieder online ist. Und ja Leute, ich zeige euch heute mal die Spielmodis von dem Server. Zum Beispiel noch PvP, unbekannt, kommt wahrscheinlich noch raus. Skywars ist gerade in Wartung, dann Bed Wars kommt wahrscheinlich auch bald noch raus. Knocked, Bau-Event, Plug Unity, sowas für die Community, TTT, Skyblock, Case Opening, hier gibt's auch Kisten, quasi, man kann hier hingehen, Kiste, man kann hier zum Beispiel Ringe draus gewinnen, wie ich hier zum Beispiel keinen gewinnen werde, wahrscheinlich, nicht, ja. Wenn ich dann einen gewinnen würde, das wäre so lecker. Okay, das ist nicht so geworden, vielleicht ein Tausender Coins, ist aber nicht so ultimativst super. Leute, deswegen ist es halt, ja, Slow Boots auf jeden Fall, oder? Slow Boots, ja. Slow Boots, Leute. Slow Boots, haben wir jetzt auch. Dann unbekannt, nee, Chester war der auch nicht. Cookie Clicker. Okay, gut. Okay, weiter geht's. Wir gehen mal zum Bau-Event. Das ist so eine Art Plot, also ihr könnt quasi euch einen Plot aufbauen und dann wahrscheinlich als Bilder oder so bewerben. Weiß es nicht. Auf jeden Fall. Ja genau, da geht's auch was. Ihr könnt euch für den YouTuber oder für den YouTuber bewerben, indem ihr einfach /yt angibt. Die 500 Abos habe ich, die eine Servervorstellung wird jetzt gerade gemacht. Ein Video pro Monat vom Server, das werde ich auf jeden Fall machen. Und ja, das sind so die Anforderungen für den YouTuber-Rang. Aber den Junior-YouTuber-Rang dürfen wir natürlich nicht wegsehen. Hier sind die Anforderungen für den Junior-YouTuber-Rang. 250 Abos, eine Serververstellung, ein Video im Monat über den Server. Ja, das war's eigentlich schon. Also Leute, das waren die Anforderungen für die YouTuber und für den Junior-YouTuber-Rang. Also quasi für den Premium Plus-Rang. Und ja Leute, es geht auf jeden Fall schon weiter. Skyblock, da könnt ihr euch einfach eine Insel aufbauen, wie ich. Und könnt euch einfach hier ein Lava-Bucket nehmen und einfach eine tolle Base aufbauen, weil die ist so schön. Nein. Okay. Das ist so wie bei jedem anderen Skyblock auch. Dann Plug Unity. Da gibt es dann quasi sowas wie eine Community. Also ihr könnt eine Screenboxen als YouTuber und sonstiges machen. Ich glaube, es gibt sogar eine Bühne. Noch PvP ist, werde ich euch zeigen, ist mit Schwert, Bogen und Knüppel, wo ihr die Leute runterknüppelt. So ich jetzt hinein. Und auch er mich. Nicht. Nein. Und ein Admin ist sogar da. Das ist super eigentlich. Da werde ich nämlich gleich mal nach. Oh, hier ist die Wanne Vanish. Auf jeden Fall, Leute. War es das von dem Spielmodus? Dann geht es weiter mit Knock PvP, also Knock It. Da könnt ihr dann, habt ihr dann nur Knockback-Stick und 6 Blöcke. Und könnt da quasi alles Mögliche machen, was ihr wollt. Und Leute, falls ihr damals auf diesem Server einen YouTuber-Rang hattet, kommt ihr einfach auf den Teamspeak bei den Admins oder so und sagt einfach, ja, ihr habt damals einen YouTuber-Rang. Die prüfen das danach und dann kriegt ihr den wieder. So, Leute. Und ja, das wollte ich kurz sagen. Informationen für den YouTuber-Rang und so. Einfach /YouTube und /Junior-YouTube eingeben. Oder /Premium Plus, das geht auch. So. Dann geht's weiter. Wir fangen weiter an. Genau. Okay, sofort. Aber halt noch mehr Bullshit. Case Opening habe ich gezeigt. Ihr könnt euch am Tag hier sowas hier abholen. Plangenbelohnung, Vote-Belohnung. Also ihr könnt einfach /Vote machen, dann kommt ihr zu einer Vote-Seite, wo ihr dann voten für könnt. Und ja, Leute. Das war es auf jeden Fall eigentlich schon. Und das war alles von dem Server. Also es ist auf jeden Fall ein Minigame-Server, wo gerade noch Skywars aufgebaut wird und Bed Wars. Also ich würde euch sagen, kommt einfach auf den Server. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Vielleicht seht ihr mich auch. Hier. Hallo. Ich gehe jetzt gleich auf jeden Fall auch in Teamspeak und frage einfach mal nach. Bis dann auch noch rein und tschüss!